so wie Resident Evil 4 oder Village, das ist voll in Ordnung von dem, was, was man sich Alpha Team is bewegen kann. The forest zone, situated in Northwest Raccoon City, where we are searching for the helicopter of our compatriots, Bravo Team. Alles hat ein Ende, nur Resident Evil 8, ja. Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently eaten. The Bravo team was sent in to investigate, but we lost contact. Look, Chris! Bravo team's helicopter was a derelict. Save for the remaining body of Kevin. We continued our search for the other members, and it turned into a nightmare. A nightmare. Ich war so froh, dass Remake 4 noch für die PS4 kam. Ah. Hab mir extra dafür eine PS4 geholt. Hab nur eine Xbox One. Aber kam es für die Xbox One nicht mehr? Das weiß ich gar nicht mehr. Stimmt, ne? Das wurde ursprünglich angekündigt, aber da bist dann klammheimlich verschwunden oder sowas in der Art, ne? 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 So irgendwie. Es könnte schon sein, dass die neuen Resident Evil-Teile als Streaming-Spiele für die Switch erscheinen. Aber weiß ich nicht. So Videospiele streamen ist in Deutschland in den meisten Regionen oder in vielen Regionen immer noch ein schwieriges Thema. Resident Evil 1 Remake hat 12 Enden. Und so Original 8. Könnte schon sein. Ich verstehe immer noch nicht, warum die Zombiehunde wie Affen klingen, aber muss man auch nicht verstehen, alles. Die Voice Lines sind im Original viel besser. Ja, das Original ist legendär vertont, natürlich. Da kann das Remake nicht mithalten. Das Remake ist natürlich objektiv besser vertont, aber der ganze Charme geht verloren, ne? Captain Wesker, Jill and myself. Das ist der Kater einfach echt eingepennt. Das ist echt blöd. Is everyone all right? Barry. Where's Barry? He's the ultimate biological weapon. What was that? I'll go and check it out. All right. Jill and I will stay and secure this area. Chris, take care. Yeah. So, Kater. Ich befürchte, muss dich jetzt leider irgendwo absetzen. Hey. Welcome! Welcome! Puh, zu viel Haare. So, let's go.
Ah. Oh, ich wollte so dringend die Sprache umstellen, damit wir es einmal wenigstens auf Deutsch haben, ne? Damit ich die Texte vielleicht auch mal auf Deutsch lesen kann. Aber das kann man hier wieder nicht. Okay, okay. Ich speichere jetzt hier schnell und dann versuchen wir das. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt die PlayStation, wenn ich die Sprache der PlayStation umstellen muss, dann lassen wir es jetzt einfach nochmal. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Aber wenn wir einfach nur in den Optionen, im Hauptmenü umstellen können, dann machen wir es. Das entscheidet jetzt das Schicksal. Quit Game. Chris hat ein Feuerzeug im Inventar, weil er im Original als Raucher vorgestellt wurde. Ja, ja, genau. Ich glaube, das wird im Remake gar nicht mehr erwähnt. Nee, aber er raucht, glaube ich, in... Raucht er nicht in Resident Evil 6 im Intro? Ah, zumindest raucht er auf jeden Fall in Village. Linguage! Jetzt können wir endlich auf Espanol schalten, wie wir schon immer wollten. Cool. Mein Kater sitzt jetzt gerade übrigens vorm Chat. Ich sehe nur noch Teile eurer Nachrichten. Aber das kriegen wir schon hin. Chill hat Nemesis, Claire, Mr. X und Landsquid Birdrider seinen Kater als größten Gegner. Ja. Freund und Feind. Gleichzeitig. Mein größter Kontrahent. Hier, da ist er. Sag hallo, Kater. Kater, du sollst hallo sagen. Na gut, dann halt nicht. Unhöflich, finde ich. Finde ich schon ein bisschen unhöflich, aber mein Gott. Kann man nichts machen. Also ich habe hier noch den Notfallchat, ne? Ist ein bisschen schwieriger für mich alles zu sehen, aber wird schon. Ja, ich meine, keine Ahnung, so das Resident Evil HD Remake kommt jetzt auch noch aus einer Zeit, wo es nicht selbstverständlich ist, dass man die Sprache einfach so umstellen kann. Damals war es ja wirklich üblich, um einfach Platz auf den Discs zu sparen, dass man entweder die Sprache einzeln runterladen muss oder die Systemsprache von der Konsole umstellen muss oder was weiß ich was, was es da alles für weirde Konstellationen gab. Das erste Zombie der ganzen Resident Evil Reihe. Da ist er. Uah. So. Ja, ich habe quasi auf dem einen Bildschirm den Multistream-Chat. Da werden alle, wenn er funktioniert, ist immer so 50-50 Chance, aber wenn er funktioniert, habe ich da quasi beide Chats, YouTube und Twitch, gemeinsam. Und das ist halt ziemlich komfortabel. Und auf dem anderen Bildschirm habe ich aber zur Not nochmal beide Chats separat. Auch falls ich mal was löschen muss oder wen rausschmeißen muss oder sowas, ja zum Glück so gut wie nie vorkommt. Aber genau, da sehe ich es immerhin noch. Ich glaube, die Bildschirme sind ein bisschen warm, ne? Das findet er gut gerade. Deswegen sitzt er so halb vor zwei Bildschirmen gleichzeitig. Das können aber auch nur Katzen, dass die mit ihren winzigen Körpern so viel Fläche wie möglich einnehmen. Egal, ob die sich vor irgendwas sitzen, das man angucken will, oder ob die auf dem Bett liegen und irgendwie schaffen sie es, das komplette 1,80 auf 2 Meter Bett für sich allein zu beanspruchen. Das sind Katzen. Moment, ich habe die Pistole nicht mitgenommen. Das sollte ich schon machen. Meine Güte, ist das Messer riesig. Guckt euch das mal an. Das ist eher so ein Gladius oder sowas, ne? Wow. Ich habe immer Angst, wenn ich so große Messer in der Hand habe. Ich habe Angst, mich selbst zu verletzen. Schon bei großen Küchenmessern. Ne, so richtige militärische Riesenmesserschwerter. Ich habe Schiss vor den Dingern.
Ich hatte mal ein Katana in der Hand, ein super scharfes Katana. Hab damit Bäume zerschlagen dürfen. War cool, aber hat wirklich auch Angst davor. Ich muss sagen, habe in den letzten Tagen Resident Evil 1 HD Remake gezockt und muss sagen, von den Remakes das Beste, doch definitiv noch Potenzial nach oben. Aber ich finde das schon perfekt einfach, das Resident Evil 1 Remake. So muss ein Remake aussehen. Das ist das perfekte Remake. Schöne Kameraeinstellung, ne? Finde ich irgendwie cool. Bleiben Sie sofort stehen! Hände hoch! Tja, wir haben ihn gewarnt. Er wollte ja nicht hören. Die Leiche ihres Kameraden Kenneth. Anscheinend hält er etwas fest. Kenneth Film. Das ist der Film, der Kenneth gehört. Ich brauche einen Videorekorder, damit ich ihn ansehen kann. Das war damals auf dem GameCube irgendwie voll cool, dieses Video zu sehen. Ne? Wir haben sie ja vorher jetzt bei Chill noch gesehen und es ist eher so unspektakulär, ne? Aber das war damals richtig, richtig cool. Resident Evil 1 Remake hat das Original irgendwie abgelöst. Bei den anderen Remakes ist das nicht so. Ja, das stimmt, da hast du recht. Das stimmt. Würde ich auch tatsächlich sagen, dass es nicht wirklich einen Grund gibt, das Original zu spielen, wenn man das Remake spielen kann. Trotzdem fände ich natürlich, so, wie schon oft gesagt, so eine Classic Collection super gut und wichtig. Aber ja. Aber es ist halt auch einfach wirklich großartig in jeder Hinsicht, ne? Aber das Argument, das kann man schon auch anführen, das sehe ich auch so, dass es natürlich cool ist, wenn die Remakes so weit vom Original abweichen, dass beide so parallel ihre Existenzberechtigung haben. Das ist natürlich schon auch cool. Das geht leider nicht mehr. Chris, warum ist dein Inventar so klein eigentlich? Okay. Warum bringe ich immer noch die Knöpfe so krass durcheinander hier? Unglaublich. Und warum ist mein Inventar so voll? Ich muss jetzt. Oh, ich nehme jetzt schnell ein Heilkraut. Komm. Interessanterweise müsste man bei den alten Spielen Filmrollen sammeln, um zu speichern. Ich glaube, ich bin gerade nicht im Thema drin. Ach, shit. Ich kriege nicht alle Pistolenmunition rein. Okay, wir müssen zu einem Speicher. Chris braucht echt extra Platz für die Zigaretten. Ja, das stimmt. Das ist, finde ich, in Metal Gear Solid schon irgendwie sehr cool. Dass Snake da quasi seine Zigaretten, er kann nichts mitnehmen in die Mission. Es ist so, alles muss vor Ort beschafft werden. Und er schmuggelt ausgerechnet Zigaretten mit auf die Mission. Von allem, was er hätte mitnehmen können auf die Mission. Und wie er die reinschmuggelt, in welcher Körperöffnung, das bleibt der Fantasie überlassen. In seinem Snake-Suit ist nicht viel Platz für sowas. Und dann kann man das eben auch noch im Original nutzen. Das Original war schon beeindruckend in vielerlei Hinsicht. Dann kann man das auch noch benutzen, um mit dem Rauch Laserfallen sichtbar zu machen. Auch wenn es Lebensenergie kostet. Hat man auch noch einen pädagogischen Ansatz gehabt. Schon sehr cool. Ich weiß immer nicht, wie man zum ersten Safe Room kommt. Welche Türen erlaubt sind. Welche nicht. Hi Thomas. Aber wir finden es raus.
Wir finden es raus. Gehe ich zum Nahkampf-Tutorial-Gegner? Ich glaube schon. Es macht überhaupt keinen Sinn, dahin zu gehen, aber es gehört dazu. So, wir haben eine Karte. Gerade die Geldfässer im See von Resident Evil 4 Remake. Ja, das ist irgendwie mega weird, ne? Ich finde es lustig und voll in Ordnung, aber das ist so lustig gamey, dass man mit dem Boot im Resident Evil 4 Remake die Fässer rammt und dann kriegt man Geld dafür. So ein weirdes kleines Minispiel im Boot fahren irgendwie. Es ist mega weird. Aber schon irgendwie auch sympathisch und lustig. Oh oh. Okay. Ja, guckt euch das an. Kritischer Headshot. Das Nahkampfmesser können wir uns aufheben noch. Sehr schön. Das ist schon lustig. Aber ich mag das Resident Evil 4 Remake schon echt gerne. Die haben das schon verdammt gut gemacht. Muss man echt sagen. Okay. Wäre auch nervig, das Geld aus den Fässern erstmal aus dem Wasser... Das wäre lustig, ne? Hätten sie noch so ein Angelspiel einbauen können, dass man erst die Fässer mit dem Boot überfährt und dann schwimmt da oder unter der Oberfläche glänzt was und dann hat man so eine Angel... Es wäre ne, kein japanisches RPG ohne Angel-Minispiele eigentlich. Insofern hätte man das schon machen können. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das wäre lustig. Hä, das erwarte ich in einem Open World Resident Evil, aber ein Angel-Minispiel. Das muss schon sein, finde ich. Warte mal, ich bin gerade voll verwirrt. Nee, ist richtig. Ach nee, ist nicht richtig. Naja, werfen wir mal die Statue runter. So. Oh Gott, meine Stimme versagt. Aber ich muss sagen, ich mag das, ne? Ich mag das, dass sich die Resident Evil-Reihe nie so wirklich ernst nimmt. Ich glaube, das ist auch was mir am 6. nicht gefällt. Der 6. hat sich viel zu ernst genommen. Und dass die Spiele auch keine Angst davor haben, einfach gamey zu sein. Das sind halt einfach Videospiele, die sollen Spaß machen. Und da muss nicht immer alles Sinn machen. Gerade im Gameplay, finde ich, darf man sich da sehr viel erlauben. Ich bin da ein großer Freund davon, dass man einfach auch mal Blödsinn macht. Muss ich im Friedhof als erstes? Muss ich den Pfeil holen? Ist es das? Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob man... Doch, ich glaube fast, oder? Ich mach's jetzt einfach. Ist ja wurscht. Ich finde auch Village hat schon echt irgendwie witzige... Gamey Sidequests und Erkundungspassagen. Da gibt es ja diese optionale Höhle, aus der unendlich viel Gegner kommen und dann muss man die Gegner mit dieser schwingenden Fackel anzünden, damit die für dich dann wieder einen Weg frei brennen und sowas, ne? Das ist ja auch mega, mega seltsam, aber ich finde das voll in Ordnung. Voll lustig. Es riecht gerade so nach Parfüm hier. Ohne Witz. Ich rieche gerade ganz stark so ein vanilliges Parfüm. Sagt ihr Parfüm oder Parfüm?
voll intensiv. Was macht Merlin da unten? So. Katzenpups. Wäre schön, wenn die Katzenpüpse so riechen würden. Ich sag Top 5. Ich glaube, ehrlich gesagt, ich wechsle immer so ein bisschen. Das ist wie mit Orange und Orange. Da wechsle ich auch immer so ein bisschen durch. Parfüm, Parfüm, Orange, Orange. Gibt es für mich kein richtig und kein falsch. Orange, Orange. Die Orange, Orange. Ja, warum nicht? Könnte ich so sagen. Oder die Orange, Orange. Das geht auch. Ist beides okay. Die Orange, Orange. Das ist irgendwie ein bisschen lustig. You want stars? I'll give you stars. Ah, give you stars. Das finde ich ein bisschen lustig. Die Orange, Orange oder die Orange, Orange klingt für mich ein bisschen komisch. Aber die Orange, Orange oder die Orange, Orange klingt beides voll okay. Das ist weird. Ist mir noch nie so... War mir nicht bewusst bis gerade eben. Die Orange, Orange. Die Orange, Orange. Weird. Oh Gott, oh Gott. So, genau. Und da kriegen wir unseren ersten Schlüssel, nämlich. Der Hausschlüssel. Buch der Verfluchung. Buch. Ich warte mal. Buch der Verfluchung. Die vier Masken. Eine, die nichts Böses sagt. Eine, die nichts Böses riecht. Finde ich ein bisschen lustig. Wie, das nichts Böses riechen klingt albern irgendwie. Eine, die nichts Böses sieht. Und eine, die nichts Böses sagt, riecht oder sieht. Wenn alle vier ihren Platz finden, erwacht die Macht des Bösen. Okay. Die Maske, die nichts Böses riecht. Wer hat hier gepupst? Also ich riech nix. Nee, Lisa Trevor ist gar nicht gemeint mit dem Bösen hier, in dem Fall, sondern hat der einen Namen? Der Headshrinker halt, ne? Der Crimson Head. Der Crimson Headshrinker. Früher konnte ich stundenlang zocken ohne Probleme und heute habe ich nach einer halben Stunde Probleme mit den Augen. Vielleicht brauchst du eine Brille? Hast du mal überprüft, ob du noch gut siehst? Das könnte nämlich wirklich daran liegen. Ich... Ich glaube, ich habe das nicht, das Problem. Hi, Red Hunter übrigens. Und Redlegs, hi. Achso, ich habe den Schlüssel noch gar nicht identifiziert. Was, glaube ich, wurscht ist, ne? Aber ich mache es trotzdem. Tada! Der Schwertschlüssel. Ist irgendwie ein bisschen lustig auch, ne? Dass er den Schlüssel so identifizieren muss. Dass er den so hält und dann dreht er ihn um und dann so ein Schwert eingraviert. Warum sind hier keine drei Zombies, die ich so halb töten kann, aber dann regenerieren sie sich, weil ich weglaufen muss? Finde ich ein bisschen enttäuschend. Ist er tot? Ist er wirklich schon tot? Ich glaub's ihm einfach mal.
Oh. Wirklich? Ich kann mich nicht mehr erkennen. Also, er ist anscheinend schon seit ein paar Stunden tot. Ich wäre mir nicht so sicher, Chris. Ich hoffe, dass du Dead 2 und 3... dass zu Dead 2 und 3 auch noch Remakes kommen. Das erste Dead... Ach so, Dead Space. Ah. Ich wusste gerade nicht, was du mit Dead meinst. Warum nicht? Würde ich mir anschauen. Ich fand das erste Remake auch gut von Dead Space. Fand ich auch wirklich gut. Aber da, glaube ich, finde ich tatsächlich das Original noch ein bisschen besser für mich. So. Es gibt ein paar Kleinigkeiten, weißt du? Viele Sachen macht das Remake besser als das Original, aber andere Sachen finde ich nicht so gut. Es ist so... Es ist so ein bisschen wie bei Resident Evil 4 Remake. Aber ganz anders, weil das Resident Evil 4 Remake viel mehr vom Original abweicht. Aber trotzdem ähnlich. Es ist kompliziert. Ach so, ich habe ja immer noch das Messer. Wer braucht das Messer? So, dann haben wir immerhin zwei Inventarplätze frei. Passt erstmal. Habe ich gerade gespeichert? Habe ich gespeichert? Mein Hirn manchmal, wenn ich mich auf andere Sachen konzentriere. Es ist furchtbar. Ich glaube, ich hoffe, ich habe gespeichert. Ich verlasse mich drauf. Ach, du hast das Original Dead Space nie gespielt. Okay, aber das ist auch so ein Fall, wie wir vorher drüber geredet haben. Ich finde, wenn du das Remake gespielt hast, gibt es keinen Grund, warum du das Original nochmal spielen solltest. So unterschiedlich sind die auch wieder nicht, dass sich das in irgendeiner Form lohnen würde. Das sind Kleinigkeiten. Wenn ich sage, dass ich einige Sachen im Original besser finde, sind das wirklich nur Kleinigkeiten. Da geht es darum, dass ich es besser finde, dass Isaac keine Stimme hat im Original. Ich finde, das trägt zur Stimmung bei, dass er keinen Kontakt zu Menschen hat im Original, kein einziges Mal, immer getrennt durch irgendeine Scheibe oder sowas. Na, das sind so die Kleinigkeiten im Konzept, die ich irgendwie einfach schöner finde, aber das ist jetzt nichts Weltbewegendes, was es irgendwie wert machen würde, das Original zu spielen, wenn man nur das Remake kennt. Und es ist auch noch Geschmackssache im Endeffekt. Hey, Fledermaus. Und Manuel, hi. So, jetzt bin ich wieder hier. Kriegt man eigentlich... Nee, da kriegt man eigentlich... Ich glaube, da kriegt man nichts, wenn ich jetzt schon reingehe. Ich mache trotzdem mal. Resident Evil 4 Berserker Mod, ja. Können wir von mir aus schon weitermachen, aber ich muss die Zeit finden. Ich baue gerade... Ich kann es euch ja verraten, auch wenn es streng geheim ist. Aber ich baue gerade neue YouTube-Kanäle auf. Ich brauche da noch ein bisschen. Aber ich habe große Pläne und da fließt gerade viel Zeit rein. Deswegen habe ich gerade keine Zeit, Let's Plays neben den Streams noch aufzunehmen. Aber wenn das alles mal sich eingegroovt hat, dann werde ich alle Kanäle relativ regelmäßig mit Content versorgen, wenn das alles so klappt, wie ich hoffe. Und dann... kann ich auch wieder Let's Plays machen. Ich bin gerade einfach so verwirrt, ey. Aber egal, wir kommen schon weiter. Ich, ein Freund von vertonten Protagonisten. Es kommt für mich immer ganz drauf an. Also ich bin so stummen Protagonisten gar nicht abgeneigt. Ich finde, das ist ein cooles Stilmittel. Das kann man machen. Und es ist immer so ein bisschen vom Spiel und von der Stimmung des Spiels und so weiter abhängig. Mir geht es tatsächlich so, dass ich stumme Protagonisten meistens sympathischer finde. Für mich funktioniert das, dass die zur Projektionsfläche von mir werden, während so vertonte oft irgendwie Trottel sind. Ich finde halt, weißt du, in einem Fallout 4 zum Beispiel, im Gegensatz zu Fallout 3 oder so,
wird halt durch die Vertonung so viel Persönlichkeit vorgegeben. Und das macht, finde ich, Rollenspielen schwieriger, weil man eben nicht einfach sich denken kann, wie die Stimme ist, wie die Betonung ist, wie die Figur ist. Da kann man dann aus den verschiedenen Auswahlmöglichkeiten, die man hat, nochmal selber ganz viel so reininterpretieren und rausholen. Und in Resident Evil 4 ist sehr viel Persönlichkeit vorgegeben. Das ist halt ein Unterschied. Na, ich will gar nicht sagen, dass irgendwas besser oder schlechter ist, eindeutig, aber ich mag in Rollenspielen meistens einen nicht vertonten Charakter, bei dem kann ich dann ein bisschen mehr eigene Persönlichkeit so mit auf den Weg geben. Oder rein interpretieren oder so, wenn ihr versteht, was ich meine. Na, auch wenn ich ein Let's Play mache, ich habe ja früher die Fallout-Let's Plays gemacht und mir hat sehr viel Spaß gemacht, die Figur zu vertonen und das Gesagte auch so ein bisschen selber zu interpretieren und vielleicht auch Sätze ein bisschen umzuformulieren, ne? Und bei Fallout 4 geht das halt nicht. Da hast du halt den Synchronsprecher, der das sagt. Und dann, ja, schade finde ich das. Ich habe den Berserker-Mod von dir empfohlen bekommen. Bester Tipp. Ich bin gerade da, wo die Achterbahnfahrt mit Luis kam. Ah, okay. Ja, ich bin gespannt. Ich habe gar nicht übers Dorf hinausgespielt bis jetzt. Auf Schloss bin ich gespannt. Ist schon cool, ne? Wie die das alles so ein bisschen nochmal neu einfach mit Gegnern bestücken, was das auch macht und wie die sich dadurch die Kämpfe verändern. Und ein paar Stellen sind, finde ich, voll over the top und bescheuert, aber ein paar Stellen sind echt auch cool. Cool mit Gegnern, mit Gegnerkombinationen auch, die es interessant machen, gefüllt. Das ist schon nochmal ein neues Erlebnis, ein cooles Erlebnis. Boah, jetzt hat Chris so ein kleines Inventar und dann muss er auch noch die kleinen Schlüssel sammeln. Ich weiß schon, warum ich lieber mit Chill spiele. Ich erinnere mich wieder. Figuren selbst zu vertonen ist natürlich cool, aber es gibt auch Rollenspiele, wo der Protagonist halt nicht einmal wirklich große Textboxen hat oder groß reagiert. Das mag ich immer nicht. Ach doch, das mag ich schon auch. Also ich bin da offen für alles. Ich kann da mit allem leben. Da gibt's wirklich nicht so die eine Lösung, wo ich sage, das ist, so muss das sein, ne? Kommt immer drauf an. Kommt immer drauf an, wie es gemacht ist und so. Chill ist Easy Mode. Ja, das stimmt schon. Man kann im Rose DLC tatsächlich Ethans Gesicht für einen sehr kurzen Miniframe sehen. Ah, okay. Ich meine, mittlerweile ist ja Ethans Gesicht kein Geheimnis mehr, ne? Durch Kamera, Hacks und so weiter und so fort wurde das eh revealed. Ich finde da auch die Entscheidung komisch, dass man Ethans Gesicht überhaupt so verschleiern wollte. Und ich nehme an, das hat eben auch genau damit zu tun, ne? Dass man Ethan da auch irgendwie so als Projektionsfläche für uns gestalten wollte. Aber dafür redet da und flucht da viel zu viel. Da funktioniert das für mich wieder gar nicht. Auch wenn er eigentlich die ganze Zeit nur, seine ganze Kommunikation besteht nur daraus, dass er Bitch sagt. Aber trotzdem. Ja, eben, das liegt halt so ein bisschen dran, wie man an so Rollenspiele rangeht, ne? Man kann ja auch sich einfach mal auf die Figur einlassen und gucken, was einem die so präsentiert. Kann man halt nicht so viel selber reinstecken in die Figur dann. Und andersrum. Ach, weißt du was? Ach doch, wir müssen da raus, ne? Ich glaube, da draußen ist nicht nur sehr viel Pflanzenkraut, grünes Kraut, sondern da ist auch das Pflanzengift. Ja, ne, Ethans Gesicht ist so ausdruckslos und leblos, ne? War halt nicht so gedacht, dass man das großartig sieht.
die Kameraperspektive hier haben sie auch nur eingebaut, damit man sehen kann, wie unglaublich schön die Modelle von den Figuren aussehen. Und das tun sie wirklich. Also ich kann es immer wieder, fange ich mit dem gleichen Thema an. Ihr könnt es nicht mehr hören. Aber das war damals auf dem GameCube sowas von der absolut unvorstellbare Hammer, wie geil das Spiel ausgesehen hat. Das könnt ihr euch heute nicht mehr vorstellen. Die jungen Leute von heute, ne? Die wissen überhaupt nicht mehr, was für Quantensprünge Videospiele damals gemacht haben. Es ist wirklich krass, zwischen dem Original-Remake und dem, was wir hier sehen, also nicht der HD-Version, sondern der GameCube-Version, die nicht ganz so hochauflösend war, lagen, glaube ich, irgendwie 5 Jahre oder so. Keine Ahnung, ein bisschen mehr. Aber nicht so viel, wie man optisch meinen würde. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wie viele Jahre wirklich dazwischen lagen, weil das müssen schon ein paar gewesen sein. Aber nicht so viele. Resident Evil 1 Release. Der erste Original ist 96 erschienen. 96 natürlich. Und der andere 2002. Ganz genau. 6 Jahre. 6 Jahre. 6 Jahre. Das ist heutzutage nicht mal mehr eine Konsolengeneration. Und damals war das halt einfach absolut nicht miteinander zu vergleichen. Früher war alles besser. Ich werde wirklich alt, ne? Wenn ich mir selber so zuhöre. Um Gottes Willen. So, jetzt kann ich leider den kleinen Schlüssel nicht mitnehmen. Das ist doof. Geh doch da rein. Grafik wird auch bei sehr vielen Spielen mittlerweile vernachlässigt. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, dass Grafik vernachlässigt wird. Aber ich fände das sogar eine positive Entwicklung, muss ich sagen. Ich finde das in den letzten Jahren, Jahrzehnten, vielleicht schon immer, nee, nicht immer, aber schon lange, viel zu viel Wert auf Grafik gelegt wird und dass da viel zu viel Geld und Zeit ins Polishing von Grafik fließt, damit man das Spiel verkaufen kann und bewerben kann. Da ist die Gewichtung, finde ich, voll falsch. Also für mich persönlich ist Grafik wirklich nicht so wichtig, auch wenn ich gerade davon geschwärmt habe, wie unglaublich geil das war. Und das war es auch. Aber ein gutes Spiel kann für mich richtig kacke aussehen. Und es ist immer noch ein gutes Spiel. Aber ein schönes Spiel muss nicht unbedingt gut sein. Die Grafiksprünge sieht man am besten bei der Final Fantasy Reihe, von 8 zum 10er zum Beispiel. Ja, es gab einfach so die Zeit von gerade so die frühe 3D-Grafik, ne, so die ersten 3D-Konsolen, wo alles halt wirklich so hässliche Kasten waren, bis hin dann zu den moderneren Konsolen. Also ich würde sagen, spätestens eben so GameCube, PlayStation 2. Und das war halt nur eine Konsolengeneration, ne? Von PlayStation 1 auf PlayStation 2, von N64 auf GameCube, wo hässliche Würfelmännchen zu relativ detaillierten, schönen Figuren wurden. Und das war halt ein Riesenunterschied. Das kann man halt mit einem PlayStation 4 auf PlayStation 5 Sprung einfach überhaupt nicht mehr vergleichen. Ich persönlich empfinde das als Rückschritt, Grafik bei AAA-Spielen sollte schon so gut wie möglich aussehen. Ah, nee, ist mir wirklich gar nicht so wichtig. Ich finde die Grafik von früher sehr viel angenehmer als heute, liegt vielleicht an Nostalgie. Zum Beispiel finde ich die Grafik in Lethal Company so endlos gut, ich liebe das. Hey, mir geht's aber auch tatsächlich so, ich bin wirklich einfach ein alter Mann, einfach, ne? Aber mir geht's wirklich so, dass ich mit dieser neu modernen Grafik teilweise überfordert bin. Da sind zu viele Details und Kleinigkeiten und ich habe teilweise Probleme, wichtige Items oder die Umgebung so richtig zu erfassen und zu erkennen. Weil zu viel einfach gleichzeitig auf dem Bildschirm ist. Es ist einfach wirklich so. Was soll ich sagen? Früher waren Spiele irgendwie sauberer, geordneter.
Da hat man gleich gesehen, was wichtig ist. Weil man halt nicht so viel darstellen konnte gleichzeitig. Klingst wirklich alt. Ja, total. Ich merke das ja selber. Aber es ist halt so. Was soll ich sagen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber was war's? Was habe ich? Oh ja, ich habe letztens A Perfect Dark gespielt. Das ist ja auch ein Spiel, das ich als optisch unglaublich schön in Erinnerung hatte. Und das sieht auch immer noch ziemlich gut aus. Aber da ist mir aufgefallen, wie unglaublich leer die Räume sind. Ne? Da war halt noch nichts mit Dekorieren. Wenn da mal irgendwie ein Schreibtisch und ein Stuhl in dem Raum steht, vielleicht sogar mit Computer drauf, ist das halt schon das Höchste der Gefühle. Das war so ein bisschen so, wow, okay, wow, waren Spiele früher leer. Das hatte ich nicht mehr so in Erinnerung. Mir ist tatsächlich, wenn es um Grafik geht, Stil sehr viel wichtiger. Ich finde, ein Spiel mit einem guten Stil kann quasi grafisch, also so technisch, auch scheiße aussehen und ist trotzdem schön für mich. Also ich finde einen guten Stil, einen guten Designstil viel wichtiger als gute Grafik per se, als irgendwie hochauflösende Texturen und polygonreiche 3D-Modelle und so weiter und so fort und was man so als Videospielgrafik bezeichnet. Oh, hallo. Komm schon, Chris. Oh. So viele Chancen für einen kritischen Headshot, ne? Siehe, there is no game. Einfach nur gezeichnet und trotzdem das beste Spiel, das ich kenne. Das habe ich nie gespielt, ehrlich gesagt. Das kenne ich nicht. Das muss ich mir mal anschauen. Nee, wenn es um Grafik geht, geht es mir wirklich so, dass ich das wertschätzen kann, wenn irgendwie ein Spiel eine geile Landschaft hat und dann bleibe ich schon mal stehen und gucke mir das an und denke mir so, wow, das ist echt schön, aber das macht für mich ein Spiel wirklich keinen Millimeter besser oder schlechter, ob es jetzt schön ist oder nicht so schön. In der Gesamtbewertung, da ist mir Gameplay eben sehr, sehr, sehr viel wichtiger. Oder auch so die Stimmung. Ne, Signalis zum Beispiel ist ein gutes Beispiel. Signalis hat absichtlich im Grunde so eine sehr retro, frühe 3D PlayStation 1 Grafik. Mit sehr niedrig auflösenden Texturen. Aber der Stil ist einfach so geil. Oh, die Stimmung. Großartig. Ich bin ein Riesenfan von dem Spiel. Tolles Survival-Horror-Spiel. Das können wir echt vielleicht auch mal so im Rahmen dieser Resident Evil, alle Resident Evil-Teile plus Bonusspiele-Reihe mal uns anschauen, wenn ihr das noch nicht kennt. Ist von einem deutschen Entwicklungsstudio. Ah, auch so nebenbei gesagt. Und ja, das finde ich ein wunderschönes Spiel, obwohl es eben technisch gesehen sehr minimalistisch daherkommt. There is no game wrong dimension, heißt das komplett. Ist eine Art Point and Click, aber es durchbricht mehr als nur die vierte Wand. Ah ja. Die Hundepfeife. Achso, ja, okay. Ein zerknülltes Memo. Welche Stimme nehmen wir denn? Nee, die nehmen wir nicht. Nehmen wir wieder die. Heute wies mich Sir Spencer an, etwas so zu verstecken, dass niemand es je finden würde. Nun, ich hatte da eine Idee. Ich dachte mir, wenn ich es durch ein gefährliches Tier schütze, wie etwa einen bissigen Hund, der hier wohnt, kann niemand herankommen.
Soweit ich weiß, lauert der Hund immer auf dem Balkon, erstes Obergeschoss an der Westseite der Terrasse, und er hört auf die Hundepfeife. Und jetzt kommen Sie ins Spiel. Sie sind der Einzige, der an diesen verfluchten Hund herankommen kann, ohne zerfleischt zu werden. Nur Sie können ihm das Halsband anlegen. Das Objekt, das Sir Spencer versteckt haben will, ist daran verborgen. Ich kann diese Aufgabe nur Ihnen anvertrauen. Natürlich sollten Sie einen gerechten Lohn dafür erhalten, oder sollen Sie? Es gibt ein Objekt, das Sie schon immer haben wollten, nicht wahr? Im Gegenzug für Ihre Hilfe könnte ich es für Sie beschaffen. Das wäre für uns beide von Vorteil. Gezeichnet John Tallman. Was habe ich hier eigentlich für einen Effekt? Hallo? 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 Wo bin ich? Kann mich jemand hören? Ich glaube, ich bin in so eine Art Brunnen gefallen oder so. Okay. Auch für diese Stimme wird es ein Zeit und Ort geben. Aber jetzt nicht. Das klingt fast wie der Händler. Welcome. What are you buying? What are you selling? Ah, I buy it at a high price. Ja, fühle ich ein bisschen. Fühle ich ein bisschen. So, Hundepfeife, kleiner Schlüssel. Ich will nichts davon ablegen. Ah, oh, das ist... Oh, kriegt Chris im ersten Teil, im HD-Remake vom ersten Teil, ein Bauchtäschchen? Ich glaube, ich hoffe. Pflanzengift, blauer E. Wir könnten so viel gerade machen. Die Möglichkeiten sind grenzenlos. Gehen wir auf den Balkon. Moment, können wir schon auf den Balkon? Dum, dum, dum. Muss ich mal testen. Auf die Terrasse gehen macht noch keinen Sinn. Und obenrum können wir auch noch nicht. Okay. Hallo, Solail. Was geht? Batsch. Der haut die Tür zu, ey. Muss mal anprangern. Wampy sitzt hier ohne Holy. Mein Holy ist auch schon getrunken. Ich bin auch schon holy-los. Aber ich habe noch ein Ersatzdosengetränk. Manchmal reicht mir so ein Holy-Becher für einen Stream und manchmal keine Chance. Auch köstlich. Heute Mittag, ne, wie gesagt, ich trinke echt selten Energy Drink. Aber heute Nachmittag war ich so müde auf einmal, dass ich mir wieder mal einen gegönnt habe. Und das ist schon... wachmachend. Das ist schon cool. Das ist jetzt wahrscheinlich keine große Offenbarung für die meisten von euch. Aber mich hat es wieder mal gewundert, wie Energy Drink unter Umständen reinhaut.
Das hängt immer ganz davon ab, wie viel Koffein das man so zu sich nimmt. Ich habe immer das Gefühl, wenn man, ne, ich hatte auch Phasen, wo ich sehr viel Kaffee zum Beispiel getrunken habe. Und wenn man sich einfach nur die ganze Zeit ununterbrochen Kaffee reinpfeift, dann wirkt das irgendwann nicht mehr. Dann hat das keine aufweckende, aufmunternde Wirkung mehr, sondern dann ist es eher so ein Pegel, den man halten muss, ne? Das ist halt wie mit jeder Droge so. Und Koffein ist ja auch nichts anderes. Dann hat man halt einfach quasi eher Entzug, wenn man nicht mehr genug Koffein zu sich nimmt. Aber es wirkt eigentlich nicht mehr so belebend. Aber wenn man das wirklich so in Maßen konsumiert, dann haut das schon ganz schön rein. Im Positiven. So, die Hundepfeife ist gepfiffen. War das gerade ein Krit? Okay, da kommt noch sein Buddy. Hallo, Kalan. Ich muss nach meinem Holy immer pinkeln. Das ist einfach Koffein, ne? Koffein treibt. Das, so ist das. Okay, wir haben den Fake-Rüstungsschlüssel. Warte mal, ich wurde ein bisschen getroffen, ne? Leicht angedätscht. Nehmen wir doch hier ein bisschen grünes Kraut. Bam. Hey, ich hab hier ein Phänomen. Das kann mir das vielleicht einer von euch erklären? Ist da jemand so technisch affin oder irgendwie Elektriker oder was weiß ich was? Ich habe nämlich hier hinten einen kleinen Kühlschrank stehen. Ne? Da habe ich für die Podcast-Aufnahmen und für Streams eben so immer meine Getränke drin. Und wenn ich hier sitze am PC und Kopfhörer anhab, die über mein Rode Streamer X Mischpult mit dem PC verbunden sind, und der Kühlschrank hinter mir springt an und macht so Bong quasi, ne, dass er anspringt, dann höre ich in meinen Kopfhörern ein Knacksen, ein kurzes Knacksen. Und da muss doch irgendwas mit der Spannung im Stromnetz zu tun haben oder so. Das ist ja super weird, dass ich bei meinen Kopfhörern, die über zwei Punkte mit dem Rechner verbunden sind, ein Knacksen höre, wenn der Kühlschrank anspringt und Strom für sich beansprucht. Das ist doch mega weird. Also in meinem Kopf ist das mega weird. Aber ich habe von sowas leider überhaupt keine Ahnung. Deswegen weiß ich nicht, ob es wirklich weird ist. Aber in meinem Kopf ist das Magie. So, wo ist jetzt der... Ich bin komplett orientierungslos. Das ist der Gang. Ist das der mit dem Spiegel? Ist das der Gang mit dem Spiegel? Ich weiß nicht mehr. Das könnte eine elektrische Interferenz über die Kabel sein. Wenn ein Kabel nicht entsprechend isoliert ist, hast du ein Spannungsfeld drumherum. Aber genau kenne ich mich da auch nicht aus. Aha, ich verstehe aber den Ansatz, glaube ich, dass das gar nicht so wirklich mit der Spannung im Haus hier in den Kabeln zu tun hat, sondern eher so ein elektromagnetisches Feldzeugs ist, ne? Jetzt mal sehr laienhaft ausgedrückt. So vielleicht. Elektromagnetische Wellen können ohne Medium übertragen werden. So funktionieren Antennen. Die Spulen in den Kopfhörern empfangen vermutlich eine Spannungsspitze beim Start. Aha, 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 aha. Der Kältekreislauf ist eventuell gestört. Das ist oft auch... Das ist mir schon wieder zu hoch, leider. Ich weiß nicht, was ein Kältekreislauf ist. Aber ja. Okay, aber das ist für mich eine Erklärung, die irgendwie Sinn macht, dass das vielleicht auch irgendwas mit elektromagnetischer Ladung einfach zu tun hat und gar nicht so mit Stromkreis richtig. Feuchtigkeit zurückzuführen. Das hat mit dem Kabel nichts zu tun.
Genau sowas in der Art. Wenn ich in meiner alten Wohnung das Badezimmerlicht aufgedreht habe, kam ein USB-Verbunden-Sound aus den Boxen vom PC. Wow, das ist schon fast gruselig irgendwie, oder? Wenn ich das nicht 3 Freunden gezeigt hätte, würde mir das immer noch keiner glauben. Ja, das ist aber auch. Das klingt auch mega creepy. Ich hätte da voll Angst, dass irgendjemand, weiß ich nicht, was in meiner Badezimmerlampe verbaut hat, um mich auszuspionieren oder so. Au. So. Oh, Santa Faust, hey, vielen, vielen Dank für deine sehr großzügige Superchat-Spende von 23 Euro. Dankeschön. You are amazing. Das stimmt. Das bist du, Santa Faust. Dankeschön. Das ist wirklich sehr nett. Hinter deinem Kühlschrank ist ein Gitter mit Kühlflüssigkeit drin. Und im unteren Bereich ist der Kompressor. Wenn der gestört wird, kann es klicken. Okay, okay, okay. Ja, ja, jetzt, ne, jetzt, wo ihr das so schreibt, verstehe ich das besser. Mhm. Ich hatte immer Angst, wisst ihr, ich hatte schon immer Angst, gleich fliegt diese Sicherung raus. Oder irgendwas in meinem Rechner brennt durch oder so, weil irgendwas mit der Spannung im Haus kaputt ist. So habe ich eher immer gedacht. Das hat mir voll Angst gemacht. Also ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ein bisschen mulmig, was schon. Aber ja, okay. Liebe deine Videos für Resi und Fallout weiter so. Vielen, vielen Dank. Sehr nett von dir. Freut mich. Okay, Fake-Schlüssel gegen guten Schlüssel getauscht. Tada! Dann kann die Erkundung weitergehen. Ich finde es immer wieder schön. In so klassischen Survival-Horror-Spielen mag ich das einfach sehr gerne, dass die ganze Map, das ganze Anwesen, ne, Polizeirevier, was auch immer, so eine Rätselbox ist, ne, so eine in sich geschlossene Rätselbox. Und jede Tür ist im Grunde eben so eine Überraschungsbox. Man weiß nie, was man kriegt. Das, finde ich, macht Silent Hill so schön mit diesen langen Gängen, wo irgendwie auf der Map dann 50 Räume eingezeichnet sind. Und man kann nur in 4 davon gehen oder so, aber jede Tür ist immer so diese kleine Aufregung. So, kann ich die öffnen? Und wenn ja, was finde ich dahinter? Das finde ich schon sehr cool an so Survival-Horror-Spielen. Das hat so immer wieder so winzige Dramaturgien. Jede einzelne Tür, neue Tür, die man öffnen kann, ist so eine kleine Geschichte für sich. Oh, da ist schon der nächste. Jetzt geht's los mit den Crimsons. Wow. Wow, ich bin echt enttäuscht von dir, Crimson Head. Ich meine natürlich Headshrinker. Wow. Hallo, Cypress Hill. Insane in the Membrane. Das war von Cypress Hill, ne? Oder ist es immer noch? Insane in the Brain. Das sind Wampys Lieblingsgegner, wahrscheinlich ne, Lieblings, unter Anführungsstrichen. Ich finde die schon auch cool, die sind eine coole Neuerung. Das macht natürlich das Remake nochmal interessanter im Vergleich zum Original. Oder bietet auch für alteingesessene Resident Evil Veteranen nochmal was Neues. Sein Körper ist von tiefen Wunden übersät.
Forrest hat ins Gras gebissen. Wow, Chris. Wow. Sehr, wie sagt man, sehr viel Etikette legt er hier an den Tag. Sehr mitfühlend. Ja, hat er ins Gras gebissen. Ja, ist er hier, ne? Er scheint schon eine Weile tot zu sein. Uh-oh. Und jetzt ist er wirklich tot. Noch töter. Ah doch, komm, können wir eins mitnehmen? Vermischen wir. Vielleicht konnte Chrissy Nierl leid, ja, vielleicht. Endlich. Endlich hat er ins Gras gebissen. Ah, da liegt ja ein Messer. Kaum sichtbar. Darum macht sich Chris also Gedanken, ne? Das finde ich schon sehr lustig. Eine Blattpflanze. Jemand hat die Bank als Ablage verwendet. Also, das geht zu weit. Eine Bank ist zum Sitzen und nicht für Blattpflanzen. Ich bin entsetzt. Ich bin empört. Hast du dich mal mit dem Warhammer 40k-Universum beschäftigt? Ich spiele zwar die Spiele nicht, aber die Lore ist unglaublich komplex und sehr interessant. Ja, ich habe da schon öfter drüber nachgedacht und wurde auch schon öfter angesprochen. Und ehrlich gesagt, habe ich ein bisschen Angst, weil die so komplex und so umfangreich ist. Ich müsste mich da sehr lange, sehr tief reinarbeiten, bevor ich auch nur anfangen kann, da irgendwie sinnvolle Lore-Videos zu machen. Ich will nicht ausschließen, dass ich das nicht vielleicht irgendwann mal machen werde, ne? Aber ich habe es aktuell nicht geplant. Solange Capcom mir neue Resident Evil-Teile liefert, alle ein, zwei Jahre, und jetzt kommt ja auch eine Fallout-Serie, und vielleicht kommt ja auch irgendwann mal wieder ein Fallout-Spiel, neues. Solange bin ich da bedient, was das angeht, und will mich gar nicht zu sehr in ein neues, sehr komplexes Universum reingraben. You. Chris Redfield, Alpha Team. We're here to rescue you. Sollten die sich nicht kennen? Die teilen sich Richard, ein Büro. What the hell happened to you? Teilen die sich ein Büro? Ja, ich glaube schon. Chris, this place. Get your team out of here. Demons. Ich meine, sie ist neu und so, ne? Aber trotzdem. Don't talk. He seems to have been bitten by a poisonous snake, but the size of the bite mark is huge. It's not just any ordinary snake. Take my word for it. He needs serum. I left it in another room. I'll go get it. Please hurry. Hold on. I'll be back. Ich muss da, wenn ich Snake lese, wie im Chat gerade, muss ich immer an dieses Badger-Lied denken, ne? Kennt ihr das noch? Das ist auch so aus den frühen Zeiten des YouTube-Internets so ein bisschen. Dieses Badger, 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 Mushroom, Mushroom, Snake, Snake, it's a snake, it's a snake. It's a Badger, 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 Badger. Keine Ahnung, was da los war mit dem Lied. Keine Ahnung. Aber das war der Shit. Wie laufe ich am besten? Genau, wir bleiben oben. Das kennst du gar nicht. Ich dachte, darauf bezieht sich der Kommentar, die Nachricht. Das war so eine ganz frühe Flash-Animation. Uiuiuiui, jetzt wird's aber hier wild. Zum Glück sterben die wie die Fliegen, meine Güte.
Ah, natürlich, dass ich da nicht dran gedacht habe. Metal Gear macht natürlich auch, ist naheliegender irgendwie ein bisschen, ne? Dum, dum, da, da, da. Dum, dum, dum. Serum. Das ist ein typischer Chris-Kommentar, oder? Hier gibt es verschiedene Arten von Sean. Viele haben eine sonderbare Farbe. Das ist so sein Verständnis von Chemie und Medizin und absolut allem so. Oh, komische Farben. Zum Glück hat Rebecca ihm wahrscheinlich sehr genaue Anweisungen gegeben, was er mitnehmen soll. Oder vielleicht auch nicht, ne? Ah! Reicht's aber hier. Die Story von Billy, ich fände es total cool, wenn die irgendwelche überlebenden alten Charaktere wie im Billy Cone mal wieder aufgreifen würden, aber ich würde nicht drauf wetten. Ich würde nicht drauf warten. Hope this is what you wanted. Thank you. I'm gonna give you a shot now, Richard. Hang in there. Here. Take it. It's a radio. Take care of yourself, Rebecca. Richard. No! He's okay. He's just unconscious. Ach so, Rebecca, okay. It's not safe here. Let's get Richard to a safer place. Right. Richard's doing well, Chris. He should recover soon. Good. Richard needs you now. As soon as Richard gets better, we'll come after you. Rebecca, you okay with a gun? Yes. All right. I'm going to continue my investigation. Be careful. Okay? Okay, lass uns nur nicht als Team weitergehen. Das wäre zu gefährlich. Okay. Ach, wisst ihr was? Ich speichere mal kurz, wenn wir schon hier sind. Vorsichtshalber. Laut Village soll Ethan tot sein am Ende der Story, aber wir haben halt immer noch diese Post-Credit-Szene. All sorts of medical supplies. I could pretty much treat any wound. Want me to treat your wounds? Okay. Yeah, would you? Mhm. Finde ich lustig, dass sie sagt, dass sie meine Wunden heilen soll. Und dann guckt sie sich meinen Arm an, als hätte Chris irgendwie so eine alte Sport-Ellbogen-Verletzung. Thanks. Wahrscheinlich ist sie eigentlich Chiropraktikerin. Most of the medical supplies here are from Umbrella. Umbrella? Don't you know? They're only the biggest taxpayers around here. They make most of these medicines right here. Homegrown in Raccoon City. But there's not much left, so take care of yourself. I take care of myself. Deswegen bin ich hier, Rebecca, um zu speichern. Das trauen sich Spiele heutzutage auch nicht mehr, ne? Standardmäßig beschränkte Safe Games. Das ist halt auch nicht mehr zeitgemäß, ne? Ich fände es auch nervig, wenn man wirklich
standardmäßig in so einem Spiel nur so und so oft und nur an festen Speicherpunkten speichern kann ohne Autosave-Feature. Nicht nur, weil es frustrierend ist, sondern weil halt viele mittlerweile erwachsen sind und andere Verpflichtungen haben. Und auch wenn man vorhat, dass man sich jetzt mal hinsetzt, um mal 2-3 Stunden durchzuspielen, und wenn man plant, ja, ich kann jetzt schon noch bis zum nächsten Safe Room weiterspielen, manchmal ist es halt nicht so. Manchmal muss man einfach pausieren oder aufhören und was anderes erledigen. Und ja, ne? Das ist dann frustrierend. Unter Umständen, sowas. Da sollte es dann zumindest so eine hier aufhören und speichern Funktion geben, wo man dann bei dem Safe Game jederzeit weiterspielen kann und dann löscht sich das Safe Game meinetwegen. Das wäre so der Kompromiss, glaube ich. Trauen sich nicht mehr. Redest du mit mir, ob ich Dragon's Dogma 2 gespielt habe? Ich spiele privat gerade Dragon's Dogma 2. Ich suchte das durch, wie blöd. Das ist schon sehr gut geworden. Ich finde, wie soll ich sagen, es ist überraschenderweise sehr nah am ersten Teil. Ich hätte mir gedacht, seit dem ersten Teil hätten die neue Ideen gehabt und das hätte sich mehr weiterentwickelt, aber die wollten anscheinend wirklich einfach den ersten nochmal in größer und schöner machen. Aber ist schon sehr cool. Ach so, du meinst wegen den Speicherslots. Ja gut, okay. Das ist ja wieder was anderes. Dragon's Dogma 2 speichert ja ständig automatisch und du musst mit deinen Entscheidungen leben, ne? Das ist nochmal was anderes, das finde ich cool. Aber ich kann halt in Dragon's Dogma 2 jederzeit aufhören, weil ich weiß, das letzte Savegame ist höchstens irgendwie 2 Minuten her. Der letzte Kampf. Nach jedem Kampf, nach jeder Entdeckung wird gespeichert. Weißt du, das meine ich. Ich muss nicht irgendwie eine halbe Stunde nochmal spielen, nur weil ich es nicht zum nächsten Savepunkt mehr geschafft habe. So rum meine ich. Immer die Kugeln, die voll ums Eck fliegen, ne? Ja, Mai, ich finde das in Ordnung, wie das Dragon's Dogma 2 macht. Das gehört halt zum Konzept. Da ist das Spiel halt eiskalt. Was passiert, passiert. Ich meine, du hast immerhin immer... Ich meine, dass man keinen zweiten Charakter machen kann, okay, ja gut. Aber du kannst ja mit dem einen Charakter jederzeit die Klasse wechseln, ne? Wahrscheinlich ist es deswegen nicht so. Aber du hast immerhin netterweise immer die Option, dass du entweder deinen letzten Save, den automatischen Save, oder den letzten Save vom letzten Wirtshaus nimmst, wo du das letzte Mal geschlafen hast. Immerhin. Zum Glück, weil ich hatte schon die Situation, es gibt ja ziemlich früh im Spiel so eine Passage, wo das Spiel sagt, hey, erledige aber echt noch hier ein bisschen deine Sidequests, bevor du die Hauptquest machst, weil sonst geht's nicht mehr. Und dann habe ich irgendwie super viele Sidequests gemacht, alles Mögliche bis auf eine oder zwei, bei denen musste ich irgendwie warten, bis ich die weitermachen kann und ich dachte mir so, naja, wahrscheinlich gehen die erst weiter, wenn ich jetzt die Hauptstory weiterspiele. Und dann war es natürlich nicht so. Und die beiden Nebenmissionen sind gescheitert, was mich sehr geärgert hat, weil die wollte ich echt gern noch spielen. Und dann hatte ich zum Glück eben die Option, dass ich einfach vom letzten Mal im Hotel schlafen laden kann. Und dann konnte ich die Nebenquests doch noch machen. Das wäre schon frustrierend, weil da kommuniziert Dragon's Dogma 2 nicht sehr gut, wenn es darum geht, was passiert, wenn man irgendwas macht. So, wartet mal kurz, der Raum ist noch rot. Ich gehe nochmal zurück, nicht, dass ich irgendwas Wichtiges übersehen habe. Ja genau, was ich sagen wollte wegen Ethans Tod, ne? Wir haben natürlich noch, ach shit, ja okay. Wir haben natürlich die Post-Credit-Scene immer noch, ne? Wo Rose in den Horizont fährt und dann steht da diese ominöse Gestalt am Straßenrand und das Auto hält an.
Und wenn man dann mit Kamera-Hacks nachguckt, was da für eine ominöse Gestalt steht, ist das halt Ethan. Und ich vermute, der wurde da einfach nur als Platzhalter benutzt. Aber man fragt sich schon, was wollten die damit andeuten? Warum gibt es diese Szene? Warum steht da am Horizont Ethan rum? Ist das wirklich nur so von wegen, ja, wir wollen irgendwie noch ein offenes Ende, die Möglichkeit, falls wir doch noch irgendwas mit den Figuren machen wollen? Vermute ich mal, aber gab es da irgendwie wirklich Pläne oder, ne? Fragen über Fragen. Keine Antworten. Das macht halt leider die Resident Evil-Reihe gerne und viel zu oft. Also, am Anfang noch nicht. Die ersten paar Teile passen noch schön ineinander. Aber spätestens seit den Revelations-Teilen. Meine Güte. Ich kann überhaupt nicht einschätzen, wie weit ich weg bin von denen. Spätestens seit den Revelations-Teilen, aber auch schon in ein paar Hauptteilen, gibt es immer so viel Cliffhanger, die dann alle nicht aufgegriffen werden. Und es ist schon ein bisschen nervig. Aber gleichzeitig erfahren wir ja im Rose DLC, dass der Megamycet noch existiert, zumindest teilweise. Und da könnte man natürlich argumentieren, dass ja, was wollte ich sagen? Ach so, dass natürlich unter anderem auch Ethan noch im Megamyceten gespeichert sein könnte. Nach wie vor. Und solange Megamycet existiert, ne, existiert Ethan. Vielleicht auch in Rose weiterhin. Oder vielleicht konnte er rausgeholt werden, manifestiert werden. Man weiß es nicht. So. Ich weiß es nicht mehr, wie das geht. Schild, Axt, Schwert, Lanze mache ich jetzt einfach mal. Ach, so war das. Ja. Rose DLC muss ich noch spielen lassen, genau wie Separate Ways. Musst du noch spielen lassen? Wer spielt denn die für dich? Aber Rose DLC ist cool. Rose DLC ist wirklich cool, den kann man spielen. Hat ein paar nette Ideen. Achso, Knopf drücken. Juhu, ich bin nicht die Einzige, die im Satz vergisst, was sie sagen wollte. Nee, nee, keine Sorge. Keine Sorge. Ah, ich hasse einen. Ich hasse das kleine, winzige Mini-Inventar. Chris, was ist los mit dir? Ah. Ach so, Wampy spielt und du schaust zu, ja. Das ist natürlich cool. Ja, theoretisch müsste sehr viel. Es ist halt, ich meine, ja, keine Ahnung. Keine Ahnung. Manchmal ist es schwer, aus der Resident Evil Lore, gerade der späteren Teile, Logik rauszuziehen. Aber theoretisch könnte im Megamyceten so ziemlich alles gespeichert sein, auch die Charaktere aus Resident Evil 7. Weil ja eine Miranda zumindest, aber die Bakers nicht, aber vielleicht irgendwie, aber wie? Man weiß es nicht. Weil wenn Miranda über Ethan in den Megamycet zurückgekommen ist, dann müsste der ja die Baker-Familie auch mitgenommen haben, weil er ja die Informationen der Baker-Familie dann in sich trägt als Ethan, bevor er zu Megamyceten kommt. Oder war Miranda schon immer im Megamyceten? Miranda sage ich dauernd. Wie heißt sie? Das Mädchen aus Resident Evil 7, halt die Biowaffe. Na?
egal, ihr wisst, wen ich meine. Ne? War die schon immer im Megamyceten, weil ja die Experimente mit ihr auch dort vor Ort gemacht wurden? Oder ist sie per Ethan quasi wieder zurückgekommen? Und deswegen ist ihr Bewusstsein da drin. Das sind alles so Fragen, die wissen, da kennen wir die Antworten nicht. Evelyn, dankeschön. Evelyn. Die übrigens in Konzeptzeichnungen von Resident Evil 7 Samara, glaube ich, heißen sollte, ne? Auf jeden Fall genauso wie das Mädchen aus The Ring. Was natürlich schon irgendwie auch eine deutliche Referenz ist. Die ist ja schon sehr ähnlich. Hi, Falcon. Punch! Man kann nicht Falcon sagen, ohne Punch zu sagen, finde ich. Genau, da wollte ich lang. Ja, das höre ich ganz oft. Ja, ich glaub's dir. Sorry, dass du es von mir auch noch hören musst. Village macht eigentlich von vorn bis hinten keinen Sinn und das Spiel lässt viele Fragen offen. Ja, gerade die Village-Story ist da schon relativ lückenhaft. Leider. Oh, gescheitert. Warum? Was muss ich machen? You want stars? I'll give you stars. Mhm. Tada, wir haben die Maske, die nichts Böses sieht, riecht, schmeckt oder so ähnlich. Ohne Nase, Auge, Mund. Gut. Alles gut, der Name kommt wegen Captain Falcon. Dann passt, dann ist es ja perfekt. Dann ist es ja gut. Dann ist ja gut. Das bringt mich wieder übrigens auf meine uralte Forderung, dass Nintendo endlich mal ein neues F-Zero machen muss, meine Güte. Ich meine, wir haben F-Zero 99 bekommen, das ist auch cool, das habe ich auch gerne gespielt für ein paar Wochen, aber ich will ein richtiges F-Zero. Ich will ein modernes, schnelles, verrücktes, cooles Metal F-Zero. Bitte, Nintendo. Wenn ich einen Wunsch frei habe. Ey, ich habe euch eigenhändig durch die Wii U-Zeit gebracht, ja? Ihr könnt ruhig ein F-Zero für mich machen, für das Geld. Ich war der einzige Mensch, der eine Wii U gekauft hat und alle möglichen Spiele. Der einzige. Da könnt ihr jetzt ruhig mal ein bisschen oder mir entgegenkommen. F-Zero GX war schon nice, total. Teilweise habe ich da alle Gegner von der Stage geballert. Ja, das ist super, wenn man das geschafft hat. Habe ich auch immer versucht, aber es war super schwer. So, jetzt bräuchte ich das Notenblatt, ne? Ich habe die U auch noch hier rumstehen. Ja, wir haben ja vorher schon drüber geredet, haben natürlich viele hier auch, aber ja, ne? Ich habe bewusst leicht überspitzt.
Ich habe meine Wii U noch, ja klar. So, jetzt muss ich noch mal kurz zu einem Speicherraum, falls ich jemals wieder hier rauskomme. Und dann kommt Rebecca, die hört, wie unglaublich schlecht wir Klavier spielen und sagt, um Gottes Willen, Chris, bitte, hör auf. Ich kann nicht mehr. Das hört man durch die ganze Villa. Was kannst du eigentlich? Ich kann 6 Items gleichzeitig mitnehmen. Egal wie groß oder klein, aber immer genau 6. Wieso ist die Wii U so unbeliebt? Kenne mich da nicht aus. Ja, die ist sehr gefloppt, die Wii U. Da gibt es viele Theorien drüber, warum das so war. Und ne, aber auf jeden Fall war die kommerziell ein großer Flop. Das hat bestimmt auch damit zu tun, dass Nintendo da wirklich keine großen Zugpferde hatte. Die sind irgendwie am Ende der Wii-Phase so stark in so einen Familien-Casual-Markt reingekommen, dass die sich gedacht haben, die brauchen jetzt kein großes Mario oder großes Zelda mehr. Die bringen jetzt die Wii U und alle werden sagen, oh, eine neue Wii, die kaufen wir uns. Alle Omas und alle Opas und alle Kinder und alle dazwischen, ne? Und so war es halt nicht. Der Name Wii allein hat halt nicht gereicht als Kaufgrund. Und es wurde halt nicht zu dem Selbstläufer, den Nintendo gehofft hat. Und die Wii U hatte halt am Anfang wirklich keine großen Titel. Bis dann irgendwie Mario Kart 8 kam, gab es da wirklich nichts Interessantes. Und ja, hat dann viel zu lange gedauert, bis große Nintendo-Titel kamen. Und das hat Nintendo gemerkt. Deswegen war auch die Wii U-Phase so unglaublich kurz. Die hat ja nicht mal, glaube ich, 4 Jahre angehalten oder so, was für eine moderne Konsole sehr kurz ist. Und die Wii dagegen, oder die Switch dagegen, kriegt ja jetzt quasi absolut alle Wii U-Spiele als Remake nochmal, weil halt einfach der Wii U-Markt so klein war, dass die wissen, dass das sehr, sehr viele Nintendo-Fans auch oder andere Leute nie gespielt haben. Deswegen können die jetzt alle nochmal so gut verkaufen, weil die hatte halt kaum jemand. Und deswegen, und da schließt sich der Kreis wieder, ne, da haben wir am Anfang schon drüber geredet, und deswegen erscheint unverschämterweise kein neues Mario Kart auf der Switch. Auf der Switch, diesmal habe ich es richtig gesagt, obwohl sich das gehört, weil jede Nintendo-Konsole kriegt ein Mario Kart Hauptteil und einfach nur 8 recyceln ist illegal, das zählt nicht, auch wenn die Wii U erfolglos war. Na schön, Leute, ich glaube, dann machen wir heute hier Schluss für heute, weil jetzt nochmal wegen 10 Minuten rücken wir nicht nochmal aus mit Chris. Cool war's. Schön, dass ihr dabei wart. Hat mich riesig gefreut. Danke für Bits, danke für Subs, danke für Superchats. Danke für euren Support. Ich traue bis heute, ja, Banjo-Kazooie, ich auch. Überhaupt Rare. Dass Rare so explodiert ist, ne, dass die so zerbröselt sind, nachdem Microsoft die gekauft hat. Ich hätte ja überhaupt nichts dagegen, oder keine Ahnung, es wäre mir wurscht gewesen, wenn Rare bei Microsoft weiterhin so großartige Spiele gemacht hätte, wie damals bei Nintendo. Aber die Übernahme von Microsoft, also als Microsoft Nintendo Rare abgekauft hat, haben sehr viele Leute in verantwortungsvollen Positionen genutzt, um Rare zu verlassen und teilweise ihre eigenen Firmen zu gründen, wie die Free Radicals, ne? Deswegen ist TimeSplitters 2 fühlt sich sehr stark an wie... Thank you. Ich sag thank you. Deswegen fühlt sich TimeSplitters 2 sehr stark an wie Perfect Dark oder GoldenEye, was von den gleichen Leuten gemacht wurde. Und irgendwie ist alles so auseinandergebröselt und letztendlich hat Microsoft halt den Namen und eine leere Hülle gekauft, die dann neu bestückt werden musste. Und ne, ja, schade, schade. Rare war großartig. Naja, hilft ja nix. Vielleicht... Nee, keine Ahnung. Rare ist tot für immer. Aber gut, wie gesagt, hat mich sehr gefreut. Morgen, ja, was machen wir jetzt morgen? Morgen geht es um 18 Uhr auf jeden Fall wieder los und ich glaube, wir spielen dann Eternal Darkness, Quatsch.
Eternal Darkness wäre auch eine Möglichkeit, aber ich glaube, wir spielen erstmal Alone in the Dark jetzt. Und dann Eternal Darkness. Oder wir machen eine Mischung aus beidem oder so. Ich überleg's mir bis morgen. Gute Nacht. Bis zum nächsten Mal.